Wir starten den Tag mit einem Garten. Ganz in der Nähe von dem Inn befindet sich der Geilsturmgarten. Ja, und in diesem Fall bin ich froh, nicht extra Eintritt bezahlt zu haben. Er war nett, aber wenig bunt, eher noch sehr verwildert. Aber gut war, wir konnten Frischwasser nachfüllen, ganz bequem mit dem Gartenschlauch. Jetzt zielen wir die Isle of Kintyre an. Dort soll es eine tolle Distillerieführung geben. Eine Umleitung brachte uns am Loch Lomond vorbei. Thank you.
Na, war das schön? Selfie.
Thank you.